Hey Leute, im heutigen Video schauen wir uns wieder an, wo die einzelnen Brawler eigentlich herkommen oder wie sie entstanden sind. Und dabei starten wir heute rein mit der Herkunft von Fang. Und der wird hier einfach mal passenderweise vom Kung-Fu-Meister Barley in der Mülltonne gefunden. Okay, das ist ein bisschen random auf jeden Fall. Mit dabei sind übrigens heute auch die neuen Brawler, also auf jeden Fall auch eine Story zu Sam habe ich schon gesehen. Alter, oh Gott, und Fang, der noch jung war, hat hier versucht, ein schimmeliges Brot einfach aus der Mülltonne von Kung-Fu-Meister Barley zu klauen. Oh je. Und er bittet ihn darum, dass Meister Barley ihn als Lehrling annimmt. Und Barley stimmt zu, aber Barley stellt sich halt eher vor, dass er putzt. Während, ja, Fang natürlich darauf hofft, dass halt, ja, er halt Kung-Fu lernen kann. Also mal schauen, wie das Ganze ausgehen wird. Aber ihr wisst ja, wie die Fähigkeiten von Fang sind. Also mal schauen, wie es weitergeht. Oh Gott, okay. Okay, also Barley scheint erstmal streng zu sein und lässt hier erstmal komplett einmal Fang putzen. Die komplette Schule, gehe ich mal von aus. Und jetzt riecht's hier nach... Okay, nice. Gibt Sushi einfach für ihn und Reis. Also wir scheinen aber auch hier gut zu behandeln trotzdem. Und jetzt schenkt er ihm auch noch... Was genau? Was hat er ihm geschenkt? Also auf jeden Fall freut sich hier Fang logischerweise. Die Frage ist, was ist das? Ein Bauplan? Nee. Hä, er lässt ihn schlafen? Keine Ahnung. Der nächste Tag bricht an, okay. Ja, ungefähr so würde ich mir den Kung-Fu-Meister vorstellen. Oh, und er beginnt ihn zu lehren, okay. Erstmal wie er ein Brett durchschlägt. Ja, okay. Also ganz ehrlich, das ist auch nicht das Erste, woran man einen Schüler ranlassen sollte. Und er hat ihm auch direkt die Handschuhe zu gegeben. Und er wird sauer und er tritt... LOL! Und er tritt das Brett. Und hat aus mir die Wand durch. Aber das war wohl der Moment, in dem sich... Ja, Barley dachte, yo... Der kann zwar nicht schlagen, aber der kann treten. Und jetzt geht's weiter mit den Kung-Fu-Übungen hier, okay. Rennen muss er auch. Okay, jetzt geht's los gegen den Boxsack. Und hier muss er jetzt hier weiterarbeiten und wird immer kräftiger und gut gefüttert. Und ich denke, so sind wir wahrscheinlich jetzt einige Zeit später. Und jetzt geht's gegen Roboter. Oh, da müsste eigentlich Fang ziemlich krass jetzt sein. Ja, er tritt jetzt hier weg. Und da kommt er noch so, okay. So ein ganz komischer Bot hier. Ich komme mit Speeren und Schwertern hier an und Fang. Lol, mit dem Stun-Gadget auch. Alter, okay. Nicht schlecht. Und der letzte Bot gibt einfach auf und zeigt die weiße Fahne. Lol, und jetzt kommt nochmal ein Upgrade sogar zum... Ich glaube, Furiosa-Fang ist der Skin, ne? Oh. Aber das hat Barley schon mal nicht gefallen. Wahrscheinlich, weil der die weiße Fahne gezeigt hat. Junge, was passiert alles in der Story so schnell? Jetzt kommt einfach Altikro raus. Und Barley scheint gerade in dem Moment abgelenkt zu sein und... Hä, der füttert die Roboter? Nee, was denkt er? Ah, okay, also Barley lässt sich gut gehen, während Fang halt draußen arbeiten muss. Und deswegen, yo, fordert er seinen Meister raus. Was geht jetzt ab? Und was genau hat Altikro jetzt dazu suchen? Das check ich halt nicht. Der raubt den Tresor erstmal aus und der Brawl Box ganz entspannt. Und schaut erstmal zu, wie die fighten. Was geht jetzt ab? Oh, Barley erinnert seinen Lehrling zurück an die alten Zeiten. Und der, was macht er jetzt? Ich hoffe, er besinnt sich mal wieder hier. Ja, die Roboter bringen hier noch was zum Geburtstag. Ah, und so hat er noch seine Schuhe bekommen. Aber was genau ist mit Altikro los? Die müssen ihn jetzt doch jagen, oder? Genau, der haut ab. Und Fang direkt hinterher. Mit dem Schuh! Lol, und die Schuhe, stimmt, die kann er ja wegtreten. Und die kommen dann zurück. Und so kam es zu... Ah, okay, also... Das war auch eine Ausstattung von Meister Barley, dass er diese Schuhe hat, die wegfliegen und dann auch wieder zurückkommen. Okay, so, jetzt hier nochmal das letzte Battle wahrscheinlich. Der mit der Ult. Ja, okay. Keine Ahnung. Der ultet weg irgendwie. Und in der Brawl Box? Nichts drin? Lol, nein, jetzt geklaut. Was ist da drin? Wissen wir nicht. Ripp. Und damit kommen wir zur Herkunft von Eve. Der Kanal und die Videos sind übrigens auch in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Und was zur Hölle ist das denn bitte? Stimmt, auch der Eve ist ja ein... oh Gott, das ist laut. Eve ist ja so ein Weltraummonster, ne? Muss man ja dazu sagen. Und Eve sieht einfach, dass ein Komet auf die Erde zusteuert. Lol, okay, jetzt ist auf jeden Fall Rat gefragt. Lol, okay, also sie erklärt ihren Ältesten praktisch, dass ein Komet hinkommt. Okay, und kassiert erstmal dafür richtig Ärger, perfekt. Aber Eve scheint sich von selber zu entscheiden, dass sie auf die Erde selber fliegen möchte, ne? Geht ins Raumschiff und fährt erstmal los.
Was ist bitte das für ein riesiger, komischer Weltraumhund? Wir wissen es nicht. Okay, der Komet steuert auf die Erde zu. Die ja, perfekt. Hat Eve auf jeden Fall gut hinbekommen an der Stelle. Und jetzt? Der Planet wurde zerstört. Und Eve? Ach nein, es war ein anderer Planet. Es war gar nicht die Erde. Der sah nur so ähnlich aus. Und so kommt jetzt hier Eve auf die Erde. Ihre Küken haben auch Hunger, steht da. Aber auf der Erde steht Alarm. Die sind nicht so begeistert. Sie schlägt erstmal in dieses Biodrom. Biodom hieß es, glaube ich, das Update. Also es ist halt eine Art Terrarium, so eine Art, kann man sagen. Wollt. Oh Gott. Wo halt gerade Bio und die Boxerin am Forschen sind. Die Boxerin ist auch Botanikerin, by the way, wer es nicht wusste. Sprout ist auch im Start. Okay, man kennt Millionär, okay, einfach Mr. Beast, Zombie, Diktator, okay. Sie schlagen nach und wissen nicht genau, was Eve sein soll. Ist auch kein Wunder, sie kommen auf einem anderen Planeten. Sprout rennt los. Drückt den Knopf. Jo, was geht denn jetzt ab? Da hinten ist ein Haus von Poco einfach. Und jetzt sammeln die Geld? Was machen die denn jetzt? Achso, die machen eine Führung. Aber was genau passiert jetzt mit Eve und wie wird sie jetzt zum Brawler? Keine Ahnung. Das ist Edgar. Lol. Der haut erstmal ETF. Das sind allerdings auch die besten Besucher von einem. Von der Botanikerin, ich meine. Der haut erstmal alles kaputt. Oh, Eve. Okay, Eve kommt jetzt oder was? Was hat die vor? Als ob Eve so klein ist. Sie muss auch noch eigentlich wachsen. Und Eve schwebt doch auch. Achso, stimmt. Eve schwebt in einem Ding. Stimmt, Eve ist eigentlich so klein. Die ist ja nur in diesem komischen Ding drin. Sieht jetzt ab. Ich bin alle sauer. Okay. Was geht denn jetzt ab? Alle rennen weg. Edgar bleibt da. Und sie sammelt wieder ihre Küken ein, die drin waren. Okay, Edgar mit der Ult springt jetzt wahrscheinlich drauf. Und haut erstmal Eve wieder runter auf den Boden. Und jetzt 1 gegen 1. Die Pflanze ist sauer. Junge. Ja gut, also man hätte sie halt auch vorher nicht hauen sollen, ne? Okay. Und jetzt explodiert die Kugel. Und was hat Eve jetzt vor? Hat die jetzt gerade das eingesaugt? Nee, ich glaube, die ist darauf gelandet auf dem Raumschiff, wenn ich es richtig gesehen habe. Oh, und dort trifft sie auf Colonel Ruffs. Der ist praktisch der Pilot, sage ich mal, vom Raumschiff. Der Eve erstmal weggetreten an der Stelle. Und jetzt? Oh nein, sie liegt am Boden. Okay, und Ruffs weint einfach, weil er sich an früher erinnert, wie er klein war. Und zeigt sein Fell. Hä, was ist er jetzt? Er lässt die auf seinem Fell wohnen, wie so ein Floh. Was? Haben die angegriffen? Get him, kids! I'm your forever friend. Oh mein Gott, und da. Die lässt es alle auf ihn los, oder was? Das ist aber kein schönes Ende für die Story gewesen. Und damit kommen wir zur Herkunft von Stu. Dieser Brawler hat ja mit den Aufführungen auch von Jeanette zu tun. Hat man ja auch in dem Trailer damals für den Brawler gesehen. Alter, das ist saulaut. Sekunde, ich mach mal ein bisschen leiser für euch. Hier schießen die direkt so Laserstrahlen rum. Ah, okay, also wir sehen direkt, Bonnie ist auch dabei. Okay, das passt schon mal. Bonnie und Jeanette und Stu gehören ja auch zusammen, wer es nicht wusste. Die Frage ist jetzt hier, wie genau kommt jetzt hier Stu als Brawler? Wir wissen ja, es ist ein Roboter, der auf dem Reifen sitzt. Und ich glaube, wir haben ihn schon gefunden. What the f... Was geht da denn ab? Okay, er steht einfach in der Wüste. Junge! Und er lässt sich noch Geld abziehen von Jesse, Alter. Stell dir schon mal vor, er hält ihr einfach den Hut in und Jesse nimmt sich noch Geld raus. Und Cole verscheucht den, weil man hier nicht tanzen darf. Und zahlt er noch Geld dafür. Und er nimmt die ganze Geldbeutel. Oh Gott, Alter, okay. Also, auf gut Deutsch gesagt, er hat verkackt. Also, ihm wurde erst Geld abgezogen und dann wurde ihm alles abgezogen, noch von Colt. Und jetzt wird er auch noch von Bonnie... Oh Gott, Alter. Und dann wird er noch von Bonnie weggestoßen. Und somit landet er hier bewusstlos an der Straße und die beiden finden ihn. Oh je. Und jetzt ein Auto? Junge, Mord ist einfach. Wie random ist das denn jetzt? Oh nein, sie müssen ihn retten. Okay, das Auto fällt straight auf ihn zu. Boah, das feiert einfach komplett Party. Oh Gott. Oh, okay. Also, nein, sie haben ihn nicht gerettet. Sie essen lieber Popcorn. Und das Auto, lass mich raten, die Beine von ihm werden vielleicht erwischt? Nee. Ja, was geht jetzt ab? Da ist auch noch Edgar auf der Straße. Was ist jetzt?
Da hinten, er sieht die beiden. Und er hält an. Nein, nein. Es war so klar, der fährt komplett über die Füße drüber. Damit die beiden ihm ein Autogramm unterschreiben können. Oh Gott, ey. Ja, auf jeden Fall sehr sympathisch. Und der arme Stu. Ich hab's euch gesagt, nämlich irgendwie, er hat ja an seinen Füßen auf jeden Fall Räder. Und das macht von der Story auf jeden Fall sehr viel Sinn, ne? Dass hier schon mal seine Beine wechseln, auch wenn es natürlich nicht so nett ist. Lol, und sie will den Krankenwagen nicht anrufen, weil... Haben sie Angst, was dann passiert, oder was? Ja, okay, also der Gedanke von den beiden ist, dass Colt und Spike, oder also müssen die Polizisten in dem Fall kommen, und dann noch Shelly, und sie einfach komplett wegulten. Weil sie halt Angst haben, dass sie dafür verantwortlich gemacht werden. Und die bessere Idee ist es jetzt von ihnen erstmal eins auf den Kopf zu geben. Perfekt, auf jeden Fall, gute Idee. Und mit nach Hause zu nehmen. Ist auch gar nicht kriminell oder so. Oh, aber Spike hat das Ganze gesehen. Der hat sich nur als Kaktus getarnt, okay. Das macht es natürlich interessant jetzt. Mal schauen, wie die Story weitergeht. Also wenn ich predikten würde, denke ich sie... Was geht denn jetzt aber? Okay, Werbung fürs Abo hier. Sie kaufen jetzt was. Wenn ich predikten würde, würde ich sagen, dass sie den einstellen halt für ihren Zoo. 1000 Münzen würden Beine kosten. Bonnie holt ihre ganzen Ersparnisse jetzt hier raus. Ach, und sie machen das wirklich. Ich dachte jetzt vielleicht, die Beine wären ihnen zu teuer und dann würden sie Räder holen. Aber sie holt erstmal richtige Beine. Oh mein Gott, Alter. Das ist aber nicht gerade sehr nett für den Roboter, Alter. Also sie machen ihm die Beine ab, hauen ihn eins über den Kopf und lassen ihn jetzt so liegen, oder was? Sehr passt. Sehr geil. Die Beine in der Hand. Und ihre Idee ist es, die Beine zu nehmen und die Kanone rein. Safe call. Okay, Shelly und Colt kommen jetzt erstmal. Ich kann schon ahnen, was passiert. Also komm, also unauffälliger geht's wirklich nicht. Und er schaut rein und... In dem Moment lenken ein Geräusch ab, weil in der Kanone... Oh mein Gott, in der Haut gegen die Kanone, der explodiert. Die Story ist schon ein bisschen random. Da hinten ist auch ein Leon einfach, der auch abgeht. Und was passiert jetzt? Spy kommt. Ah, und er hält ihnen jetzt vor, was genau sie alles verbrochen haben. Kidnapping und einiges mehr. Oh nein, jetzt will er sie verhaften. Hä, aber ganz ehrlich, Spike ist 3 Köpfe kleiner. Oh nein, und sie finden das Geld. Und er wirft alles weg und haut mit dem Geld ab. Ja, moin. Oh je. Aber dafür dürfen sie immer frei bleiben. Und die wollten noch angreifen, aber sie sehen halt, dass Spike sich wehren kann. Deswegen lassen sie es. Daumen nach unten. Oh je. Junge, der arme Stu, der muss ja richtig leiden. Der kriegt zum dritten Mal eins über den Kopf jetzt. Und liegt ohne Beine da. Okay, also das Geld ist jetzt nicht mehr da, logischerweise. Sie haben kein Geld mehr für die Beine. Und ich denke, jetzt kommen hier irgendwie die Räder ins Spiel bestimmt. Ihre wunderbare Idee ist, sie brechen auf einen Schrottplatz ein. Super Idee. Pam, ah stimmt, Pam schießt ja auch, wer es nicht weiß, Pam schießt ja auch mit Schrott, ne? Also sie ist eine Schrottplatzaufseherin. Aber sie weckt nicht, er wird nicht aufgeweckt hier. Kann echt tief zu schlafen. Und wahrscheinlich wird es jetzt irgendwo Räder, oder? Nee? Ja, was ist das denn jetzt schon wieder? Okay, jetzt bin ich gespannt, wie das aussehen wird. Okay, Jeanette? Hä? Also das ist ja noch sehr weit von Stu entfernt. Und damit werfen sie aus dem Haus raus. Und Stu auf jeden Fall hier sehr gut behandelt. Okay, er geht hier hin und zeigt seine neuen Beine. Die sehen... Ich weiß nicht, ich meine, so krass gehen ihre Beine jetzt auch nicht aus. Aber sie sehen schon ein bisschen lustig aus und alle lachen über seine Beine jetzt. RIP. Junge, er geht wieder auf die Straße. Er wird jetzt aber nicht wieder etwa... Ne, okay. Sagen wir, jetzt sich wieder überfahren lassen von den Beinen. Nein, die sehen wie traurig... Doch, er geht wirklich auf die Straße. Was macht er da? Und er rutscht aus. Nein, er wollte das gar nicht. Nein, und die... Komm. Einfach Tick und fährt über seine Beine zum zweiten Mal drüber. Alter, das ist auch echt irgendwie unglücklich gelaufen. Und jetzt geht Bonnie wahrscheinlich zum zweiten Mal auf den Schrottplatz, wenn ich es richtig sehe, ne? Und jetzt sehen wir verschiedene Versionen. Junge, was geht denn jetzt ab? Ja, also die, ich weiß nicht, also die Reifen, Rollschuhe, ein UFO, okay. Lol, das sind diese Dinger von, in diesem einem Horrorspiel, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Nächster Versuch, aber Bonnie kann jetzt hier nichts mehr klauen. Die haben alles mitgenommen. Der komplette Schrottplatz ist einfach leer. Und auch Mortis kommt einfach nochmal.
Und wird jetzt komplett dafür verantwortlich gemacht, einfach, obwohl es Bonnie war, oh je. Draußen findet jetzt hier Bonnie einfach das Auto von Pam und dort kommt sie auf die Idee, den Reifen mitzunehmen. Oh je, und jetzt kann man sich schon einfach denken, was kommen wird. Das ist das Auto von Cold? Nee, oder? Nee, es ist Bull. Nein! Cold macht einfach Bilder und Bull wird erwischt und... Ja, Bull denkt natürlich, dass, hier auch, dass irgendwie Cold das Ganze mit den Reifen gewesen ist. Oh je, aber irgendwie, ich weiß nicht, also ein einziger Reifen wird ihm jetzt auch nicht groß helfen, oder? Wobei? Okay, sie malt den Reifen cool an, schweißt ihn ein bisschen rum. Und am Ende sieht der Reifen immer noch total kacke aus, aber egal. Und sie hauen den Reifen einfach schön gegen die Beine davon. Perfekt. Aber Bonnie hat eine weitere gute Idee, okay. Oh nein. Alter. Sie nimmt einfach die Motorsäge raus. Das Licht aus. Das war sehr nett. Und am Ende kommt Stu raus. Aber er hat noch keinen Helm. Er sieht nur ungefähr so wie ein Stu aus. Und damit werfen sie wieder vor die Tür. Perfekt. Sehr nett. Oh Gott, er fällt alle über den Haufen. Das ist ein Bee. Okay. Lol, und die wird gerade überfallen, einfach von einem Trio hier. Und es kommt einfach Stu und überfällt einfach alle. Okay, perfekt. Ah, die kann er nicht überfahren. Die lachen denn aus. Die lachen immer noch aus. Wieso genau haut er den jetzt eine rein? Ich weiß es nicht. Jetzt wird Bull sauer, jetzt wird's schwierig. Holt er gerade seinen Nasenring raus? Der stellt sich vor, dass man den als Türknauf benutzen kann. Oh nee, er will anklopfen. Okay, gut. Das war's komplett. Okay, das sieht jetzt gar nicht gut für Stu aus. Aber wir sehen, Jeanette kommt dazu, um Stu hier zu retten. Oh, aber sie drückt den Knopf oben und damit schaffen sie es hier zu entkommen. Oh je. Perfekt. Okay, der arme Squeak. Okay, jetzt wird's sehr random. Stu fällt in eine Feuerwerksfabrik. Und Jeanette muss es holen, muss ihn jetzt retten holen. Und die Frage ist, wie kommt Stu zu seinen Fähigkeiten in der Feuerwerksfabrik? Er ist einfach mitten auf das Laufband drauf geraten. Das sieht gar nicht gut aus. Das Glas kann man nicht durchschießen. Aber es sind eine Menge Knöpfe da, das ist entspannt. Erstmal einen Knopf drücken. Licht. Das hat nicht geholfen. Nächster Knopf. Perfekt. Sie bringt erstmal die Produktion mit Stu ins Laufen. Super Idee auf jeden Fall. Nächster Knopf. Noch schneller. Super. Oh nein. Aber wir ahnen schon, das muss eigentlich sogar gut für Stu adden, oder? Jetzt haut sich der Feuerwerkskörper drauf. Perfekt. Oh je, auch nicht besser. Und Stu ist erstmal komplett Knockout. Nächster Knopf. Okay. Was kommt jetzt? Vorne ist irgendwas. Oh Gott, okay. Keine Ahnung, was sie jetzt angemacht hat, aber es ist nicht gut. Feuerwerkskörper Nummer 1. Wird geöffnet. Und die bohren rein. Oh. Ah, und fügen diese, kann man sagen, diesen explosiven Staub ein. Und ich kann schon ahnen, was es kommt. Und so kommt die Maschine. Und schnappt sich den ersten Arm. Oh nein. Und er wird jetzt einfach aufgemacht wahrscheinlich, ne? Zange kommt. Zack. Und ein Finger wird aufgemacht. Und das ist genau der Finger, mit dem es du dann nämlich schießen kann. Zack, einmal reingebohrt. Und genau so ist es dann gekommen, dass Stu mit diesem Arm auch schießen kann. Es ist eigentlich sehr random, weil Stu in eine Feuerwerksfabrik reingefallen ist und dann dort seine Finger zu einem Feuerwerkskörper gemacht wurden. Das ist sehr random. Ja, und Jeanette steht dabei, macht erstmal Bilder auf jeden Fall. Sehr entspannt. Und was ist jetzt passiert? Hä? Oh nein. Sie hat den Selbstzerstörungsknopf gedrückt. Den gibt es irgendwie in jedem Film. Keine Ahnung warum. Hat sie den jetzt gedrückt? Nee, ich weiß es nicht. Sie muss ihn eigentlich drücken. Und Stu wird immer weiter aufgepumpt. Und der eine... Okay, der eine Tropfen irgendwie von Stu, das ist die komplette Fabrik zum Einschutz gebracht, oder was? Okay, und damit explodiert hier die komplette Fabrik wahrscheinlich, genau. Ey, wieso kommen so viele Leute her? Schau da zu. Und Jeanette fängt Stu einmal auf. Perfekt. Am nächsten Tag ist Stu komplett verzweifelt zu Hause und die beiden haben aber eine Idee, wie sie ihn aufmuttern können. Und zwar holen sie hier zum ersten Mal
den Helm für Stu, den wir alle kennen, raus und haben sogar ein komplettes Kostüm für ihn gebastelt, das wir auch alle kennen. Und so wird hier Stu einfach zu dem Brawler, wie wir ihn heute kennen. Und hier ist die allererste Show auch für ihn. Und sie binden ihn in die Show von sich ein, ne? Von Jeanette und Bonnie. Alter, sau laut, Sekunde. Boah, okay. Und wir sehen, er ist auf jeden Fall der absolute Star der Show. Und so werden die drei hier zum Trio, wie wir es heute kennen. Sehr random teilweise, aber eigentlich echt eine coole Geschichte. Und damit kommen wir zur Herkunft des neuen Brawlers Sam. Und wir befinden uns hier im Wilden Westen. Und wir sehen Sam, nicht Sam. Belle legt sich hier mit Edgar und Tara an. Die scheinen hier nicht so begeistert zu sein. Und sie sagt, sie wird die beiden finden. Man weiß nicht, was die vorhaben. Sind es, also es ist aber ein Beat in Tara, also vielleicht ist Belle so eine Art Wächter. Und wir sehen, Belle und Sam sind einfach hier zusammen. Die passen eigentlich auch sehr gut zusammen. Ich meine, es sind ja auch dieselbe Umgebung an sich. Tara und Edgar beobachten das Ganze von außen. Und die beiden, was denken die sich jetzt? Warum, keine Ahnung. Warum schauen die so dumm durchs Fenster, frage ich mich. Und sie scheinen wirklich zu planen, dass sie Sam, also dass Sam und Belle planen zusammen, dass sie Edgar und Tara ausschalten, weil die jetzt irgendwie einen Überfall oder so planen. Und ich schätze mal auf die Miene von Jackie, wenn wir die schon sehen. Carl ist auch in der Miene dabei, passenderweise. Oder ist ein Belle und Sam jetzt die, die überfallen wollen? Weil eigentlich ist Belle ja auch eine Banditin, wir werden es rausfinden. Hey, was genau haben die vor? Wahrscheinlich sind es beides Banditen, die sich gegenseitig ausschalten. Sind es hier. Die beiden sind jetzt hier auf die Juwelen aus und gehen hier rein. Ist auf jeden Fall ein sehr entspannter Überfall. Und sie treffen auf Dynamike. die wollte auch gerade sagen, also sie werden jetzt nicht einfach Hallo sagen. Sie schießt erstmal hier auf Dynamike. Und der Arme. Der wird erstmal geschockt hier. Und Sam? Lol, der hat jetzt hier diese, wie heißt sie, diese Elektrohandschuhe, ne, die wir auch kennen, die er auch im Spiel anhat und trifft erstmal Karl im Kopf. Karl ist auch erstmal Knockout. Und Sam freut sich, super. Und jetzt haut sie auch noch mit Dynamikes Minen drauf. Und bringt die komplette Mine wahrscheinlich jetzt zum Einsturz. Also, mit Dynamikes Dynamit, meine ich. Und bringt damit die komplette Mine jetzt hier zum Einsturz. Und die beiden flüchten hier mit der Beute. Okay, sie scheinen aber auf jeden Fall nicht die Guten zu sein. So, was kann man jetzt nach der Aktion sagen? Und jetzt treffen sie auf Tara und Edgar. Dann ist es. Okay, nein, sie sind auf jeden Fall keine Kollegen, so wie das jetzt aussieht. Edgar schlägt drauf los. Und Sam. Jetzt die Frage, wer gewinnt. Ich denke, normalerweise müssten Sam und Belle gewinnen, auch weil sie einfach die neueren Fähigkeiten haben. Belle schlägt drauf los. Sam schlägt drauf los. Und die Elektrohandschuhe treffen die beiden. Und das war's. Und sie hauen ab. Okay. Und damit kommen wir zur Herkunft des neuen Brawlers Sam. Eine weitere Story, die wir hier sehen. Und wir beginnen mit Belle im Wilden Westen. Mit ihrem Elektroschuss. Sie lädt ihre Pistole auf und schießt auf Roboter. Warum auf Roboter? Wir werden es nicht wissen. Der Schuss bounced ab. Aber warum genau schießt sie auf Roboter? Was haben die da überhaupt zu suchen? Ja, schauen wir, sind die Roboter so die Gegenspieler von denen hier im Wilden Westen. Warum nicht? Und Belle scheint damit nicht gerechnet zu haben, dass so ein Boxmutter hinter ihr steht. Und sie wacht auf, ein Roboter steht vor ihr. Und jetzt musste eigentlich Sam kommen, ja, wollte ich gerade sagen, um sie zu retten. Und da kommt Sam aus dem Nichts und schlägt auf sie zu. Und so haben sich die beiden hier getroffen. Hebt die Brille auf von, heißt sie nochmal, von Belle. Und reicht ihr die Hand. Und die beiden schweißen jetzt hier was zusammen. Und zwar hat Belle ja Fähigkeiten mit ihren Elektroschüssen. Und so kam sie hier auf die Idee, ganz besondere Elektrohandschuhe oder krasse Stromhandschuhe, ne, für Sam zu entwerfen, um so die Roboter auszuschalten. Und am Ende an Juwelen ranzukommen, das ist ihr Plan. Und so sehen wir jetzt hier den Roboter auf dem Weg zur Mine. So genau haben die Roboter Kontrolle über eine Mine mit ganz vielen Juwelen, wir wissen es nicht, aber so ist es auf jeden Fall. Oh nein. Und hier haben sie einfach es geschafft, den kompletten Weg kaputt zu machen für den Roboter, der muss jetzt hier stehen bleiben. Und der Elektroschuss von Belle kommt und Sam kommt von hinten mit seinen Stromhandschuhen und schlägt auf den Roboter ein. Doppelter Schlag hier und es sollte eigentlich damit jo, der Sieg sein. Und so haben sie Sam und Belle kennengelernt, die Roboter geschlagen und die ganzen Juwelen geklaut. Macht schon Sinn? Lol, da hinten schon Gas. Lol.
Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr neu dabei seid, lasst gerne ein Abo da für weitere Brawl Stars Videos. Bis zum nächsten Video. Haut rein und wir sehen uns. Ciao.